So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück bei, Bastion of Enterprise Episode 2. Ah, mein Gott, wir haben so viel Scheiße gefunden. Und wenn ich sterbe, muss ich den ganzen Scheiß nochmal suchen. Ich hasse es. Boah, ist das dumm. Ist das eine dumme Kackscheiße. Leck mich doch am Sack, das kann doch echt nicht wahr sein. Der hat mich wieder verloren, scheinbar. Den machen wir aber mal unsichtbar. What you do to my friend, you do to me! Warum gehen die überall hin, wo ich hin will, Mann? Kann doch nicht wahr sein, ey. Boah, man ist hier halt echt. Achso, ich wollte den Schacht ausprobieren, ne? Da ist auch einer. Wahrscheinlich ist es einfach nur so zum. Abkürzen und so. So. Wir hier sind jetzt auch Schia. Sind auch Schia, alles voll. Ah, voll von neuen Leuten. Zum Kotzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Saving Profile, leckt mich am Sack. So, auf dem Bild waren ja irgendwie drei Flaschen zu sehen, ne? Drei Weinflaschen oder so. Das heißt, irgendwo, wo drei Flaschen sind, irgendwas versteckt. Das damals war faszinierend hier irgendwie mit dem Glas und so. Boah, ne? Wo könnte das sein? Hier ist auf jeden Fall. Ich würde aber behaupten, das fällt schon auf, wenn wir dann wird finden, ne? Also. Wollte ich jetzt sagen. Dass es schon irgendwie leuchtet, wenn man irgendwas sieht oder so. So muss man wieder von außen rein. Oder hatte ich. Ne, die habe ich auch aufgemacht hier, die Tür. Ja. Immer noch das komische Viech, was da sitzt. Ja, scheiße. Those bottles. Just like on the coded note to Fontaine. Okay. Bottle Flip Challenge. Cool. Keine Ahnung, ob ich das damals auch gefunden habe. Weiß zwar nicht, wo ich die Pearls gerade gefunden habe, aber mach ich nicht. Fontaine and Atlas. Son of a bitch. Was? Ui, ui. Das war Bioshock 1. Warte mal, kann man hier irgendwo. Steht hier irgendwo was? Oder ist einfach jetzt quasi. Hat sie jetzt irgendwie gecheckt, dass sie die gleiche Person sind? Ich meine, wir wissen es schon seit Bioshock 1. Aber hey. Song, I'm gonna make this clear as can be, so we don't have any miscommunications. Where the hell is the ace in the hole? You think you can stiff Frank Fontaine? I paid good money for state-of-the-art weaponry. I ain't losing this war just because you found yourself a higher bidder. I can promise you. I ain't never been one to lose with dignity. Mhm. Achso, da war schon der Ausgang. Okay, cool. Oh mein Gott. Haben wir das wenigstens mal geschafft. Achso. Ich könnte Ding natürlich jetzt aufknacken, aber das ist ja wieder eine Lockpick-Verschwendung des Todes. Das braucht ja nur wirklich keiner. Ach cool, gut, haben wir das gefunden. Das ist doch schön. Das befriedigt mich ein wenig. Keine Ahnung, ob ich das vielleicht damals schon gefunden habe und ob es vielleicht mal ein Achievement gab. Ich habe keine Ahnung.
Aber auch egal, wir verschwinden hier jetzt wieder. Und werden jetzt endlich mal das machen, was wir eigentlich tun sollen. Nämlich das Ding-Device repairen. Und wieder dumm. Oh. Da oben ist einer. Ah, wie kommen die da rauf, frage ich mich manchmal ja schon. Ah, die Fetten sind halt so unfassbar nervig, ne? Immerhin funktioniert das. Huh! Edzack. Don't seem Jake to me. I ain't no moron. You should be ashamed. As if. Together. Ich hasse es. Ja, Kollege Elizabeth lad erstmal 20 Jahre nach. Ach, ich komme auf der Fette an. Warum denn auch nicht? Ho. Ey, auf einmal ist das Spiel ja 20 mal schwerer, aber dieser Raum macht mich fertig, ne? Alle Gegner müssen erstmal 23 mal respawnen. Mhm. Schön, diesmal war ohne Gespräch. Einfach nur nervig. Ich renne jetzt aber irgendwo durch, ey. Wo soll ich denn nur abziehen? Muss schon da hin. Ich muss mich da an die Wand lehnen. Warte mal, ich schnauze. Du jetzt nämlich auch. Und du auch. Ja, aber das war's jetzt mal hier. Arschloch. Nee. Auch gar nicht mehr ankommen jetzt. Puh, ey. Was ein Stress. Leck mich am Arsch. Okay, wo müssen wir denn den Bums jetzt hier reparieren? Ich weiß es nicht. Verwirrung, Hilfe. Einfach direkt da. Aber reinstellen. Ja. Flup. Now we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Wäre schon mal ein Anfang. Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. So, und ein Gerät. Ups. Eine Sache fehlt jetzt noch. Bad. Do you. I need to cool the transformer at the top of the device or the whole thing will overheat. Okay, that should stop it from overheating. There. Everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. Tja, ne? Da sind wir wieder. In look. Columbia. Look. We're on the First Lady.
Oh, ah, warte. Oh mein Gott, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particle seated at the top of the structure. Must be up that lift. Perfect. Ja, da hinten irgendwo. Sind wir eigentlich gerade, ne? Im Hauptspiel und so, man erinnert sich. Ah, oh, wie war denn da? Ich hab da gerade was in Erinnerung. Ich will noch nicht so viel verraten, aber. Seems like a lot of technology just afloat an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen. And it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Ay, ay, ay. Risk of death. Ja, das habe ich in dem Spiel eigentlich permanent, ne? Das muss man das Spiel hier nicht nochmal in so einem Schild sagen. Dann die First Lady ist nur ein 40-Ton-Paperweight. Best to take the spare. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No. But we'll cross that bridge when we come to it. Hmm. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Rapture. Die ganze Zeit, ne? Ich guck die ganze Zeit, ob er da vielleicht irgendwas erkennt, aber. Glaube nicht. Blau da sieht irgendwie echt merkwürdig aus. Was ist das? Sehen wir auch nicht richtig. Okay. Das verziehen wir uns eben wieder. Pretty lady not finished yet. Oh. What? Oh. Open the tear. Power for device very expensive. Need for that? Just tell me what you want. So John wants something simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid! Fink has a secret lab, mothballed, forgotten, in their hair sample, in jar, cannot miss it. You get for Suchong, then everybody friends. Where is his lab? Closed off, past Fink's quarters, and you smart lady, you find. Should have seen that one coming. Er ist halt schon... Schon lustig, ne, mit Fink, dass die da doch jetzt irgendwie alle miteinander was zu tun haben, kann man schon fast sagen. Eieieiei. Vox Populi, we must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Okay. Das heißt, ich fange die Munition auf quasi. Äußerst interessant. Ach, schön. ich finde das super, dass wir jetzt wieder im, ja. Quasi in Columbia unterwegs sind. Was? Und hier. Da, mein Gott. Ich wollte gerade sagen, was konnte ich hier gerade tun? Stöhn doch bitte noch lauter rum. Lass mal nicht ernst, mach das bitte. I've taken your counsel. And you done me good service, but I will not hurt the boy.
I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said... And a famous man shall say... I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play. Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Oh. Es war alles ein abgekartetes Spiel. Wenn ich jetzt auch nicht ganz verstehe, warum. Die jetzt unbedingt wollen, dass ich zu einer Killerin werde, also Elizabeth. Aber gut. Da haben sie erkannt, was für ein Assi Comstock ist, aber das hat ja im Endeffekt doch Booker gemacht. Naja, egal, keine Ahnung. Ich muss mir nochmal Videos danach angucken, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Das brauche ich. Ist alles sehr komplex. Sehr durchdacht. Vorher habe ich irgendwie jetzt Spinnenweben im Gesicht hier. So in den Ecken sind so leichtere Schatten. Mein Gott. Hey, ganz ruhig. Ist jetzt nett, dass ich hier auch Tranquilizer-Ammo jetzt kriege. Wo wir ganz woanders sind. Ach ja, erinnert ihr euch? Hey, aus dem Ding, aus dem ich gerade kam, da wurde doch Daisy auch getötet, ne? Sehr witzig. Meine Finger sind gerade verbrannt. Interessant. Ja, ich finde. Ja, das war schon ein cooler Moment irgendwie, ne? Wenn man in Bryce jedoch plötzlich wieder in Columbia unterwegs ist. Fand ich ziemlich cool, doch. La 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 la. Oh. Gut. Ah, funktioniert. Alles gut. Brrr. Komm, bei dir will ich gar nicht mehr anschleichen. Ui! Was ist denn da los? Ich hätte bestimmt retten können, wenn ich schnell genug agiert hätte. Achso, das ist sogar direkt hier unten. Fuß zuckt noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau eigentlich tun soll. Also klar, aufgabenmäßig schon. Ich soll ja diese Haarprobe da holen, aber... Wo das ist. Warte mal. Brauchen wir wieder Geld. Ha, guck mal, und hier ist jetzt tatsächlich wieder das Columbia-Geld. Nicht das Rapture-Geld. Ist halt auch geil. Nettes Detailreichtum, doch. Mach ich ja nicht mehr nur fürs Geld. Fine Things Lab. Kann ich aber weiter? So, wahrscheinlich kann ich ja nicht durch die Tür, ne? Ja, was auch immer. Der Leck hat mich gerade so ein bisschen außer Fassung gebracht. Ach, und Voxophone gibt's jetzt auch wieder. Jetzt schon wieder in schlechter Quali. Hier, there's a war coming. You can smell it in the air. Fear, hatred, people dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution to find a common ground, but
What common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How do you deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. And when the time comes, will I be able to stay the hand? Schön, dass jetzt hier jemand scheinbar Geld reingeworfen hat. Uff, okay, hier waren wir ja auch damals, das weiß ich auch noch. In dem Raum. Das ist aber alles die gleiche. Ich verkaufe mal denselben Scheiß, ne? Ja. Nun gut, aber da drüben waren wir damals nicht drin. War die Tür damals da auch schon? Stimmt. Gucken, ob wir hier auf die Schnelle mal einen Speicherpunkt kriegen. Ich erinnere mich nämlich auf jeden Fall hier dran. Bisschen zumindest. Cool, alle Türen zu. Think. Sleep. Aha. Man gönnt mir keinen Speicherpunkt, richtig. State of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong, and it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia, return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again mysteries. What's that thing you just picked up? My guess is that it has something to do with that giant clock out there. And that clock has something to do with opening the door to Fink's lab. Warum kriege ich keinen Speicherpunkt? Das ist so ätzend. A giant clock. Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No. We've already found the clock key. We can manually wind it. Open whatever door we please. Saving profile, danke. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Well, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Das ist sehr, sehr merkwürdig, aber hey. Gut, Leute, dann würde ich sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge Work. Machen wir dann in der nächsten Folge weiter und dann erforschen wir mal die einzelnen Räume von Finks Gemach hier. Also bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.